zu einem Video. Danke fürs Zuschalten. Heute ist mal wieder, wie so oft an diesem Tag, Eisaromenzeit. Heute mal wieder so einen schönen Sahnepudding mal probieren. Ja, war ganz so gut an bei mir letztens. Da hat immer nachgemixt. Eine andere Rezeptur. Dazu kommen wir jetzt am besten kurz und schmerzlos. Als erstes ist mal wieder dieser Sahnepudding dran. Typenbezeichnung 935156. Dosierempfehlung 0,5 bis 1,8 Gramm. Davon habe ich 2% benutzt. Und schon als letztes die Kokosnuss. Typenbezeichnung 935143. Dosierempfehlung 0,5 bis 1,5 Gramm. Und davon habe ich 2% benutzt. Das kam dabei heraus. Und wie so oft, ein schöner Braunton. Naja, nichtsdestotrotz. Auch hier mal wieder 3 Milligramm Nikotin in 70-30 Späß und mindestens 4 Wochen ziehen lassen. Und jetzt kann ich endlich mal probieren, was dabei herausgekommen ist. Das ist mal das Allerbeste am Ganzen. Oh, lecker. Geile Kokos, geile Sahne, Pudding. Süß gehalten. Daumen hoch. Aber sowas was anderes als Dampfen. Ich glaube schon fast, es könnte fast was werden hier. Sahnepudding ist geil, so wie es sein soll. Ist auch die süße Kokosnuss dazu. Geile Kombi. Das hat bei mir schon die 1 verdient. Finde ich einfach nur genial. Also, so wenn das Herz liebt, schöne süße, gerade die Kokosnuss Sahnepudding, ja, der ist hier goldrichtig. Ist einfach nur. Das passt wie Arsch auf Eimer, ja? Richtig genial, also das hat bei mir eine 1 verdient hier. Top! Man kann es noch ein bisschen variieren. Schon Vanille rein oder Zuckerwatte Fleisch oder sowas in die Richtung. Aber alleine schon diese Kombi hier, diese Sahnepudding Kokos, ja, das passt einfach. Ich mag Kokos, genauso wie Pudding. Das ist genau meins, wie man so schön sagt. Also das war nur empfehlenswert. Gerne mal probieren. Also wer das Herz liebt hier, wird es auch mögen. Einfach nur goldrichtig. Wie schon wieder verliebt, ja. Ich werde noch eine andere Kombi mal probieren, mal anmixen. Dazu später. Ach, das einfach mal nachmixen hier. Was war selten hier, aber mal wieder ein bisschen anfrischen hier. Ja. Das wird mal schön auf Arbeit mal wegdampfen. Hier. Wie du so siehst, sind da 30 Milliliter. Wird man 2 Tage brauchen und das ist auch leer. Und dann wieder Trauer. Wie gesagt, ich kann zwar nachmixen, aber dann muss man da 4 Wochen warten. Aber wer Geduld hat, das wird sich dann lohnen. Das Ergebnis, deswegen Daumen hoch. Super, nur einfach eine Bombe.
probiert's aus. Kann ich empfehlen. So eine DE, wie gesagt, Dessert-Lean. Also ich werde mir noch ein paar Rezepte mal ausdenken. So ein paar neue Sachen mal wieder probiere, auf alle Fälle. Mal gucken, was ich noch nicht habe. Man hat ja schon ein paar vereinzelte Videos schon gedreht. Aber man kann halt jeden Mist, sag ich jetzt mal, kombinieren. Manchmal merkt man so Fantasie, wenn ich dann andere Anbieter sehe, was wir gemixt haben, wenn es gut schmeckt, um mich so ungefähr mal in die Richtung mal zu entwickeln, dass man da mal mitdrehen kann. Manchmal funktioniert, Originalrezepte mal nachzumischen. Was ich noch nicht geschafft habe, Buttermilch, da habe ich irgendwie ein Loch drin. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, mal unten reinschreiben, wie man es nachmixen kann. Das ist immer keine Lösung. Aber irgendwann hoffe ich mal, dass ich es knacken kann. So, mal wieder genug gelabert. Ich bin euch genau auf den Sack gegangen. Das wird nächstes Mal wieder kurz und bündig. Wer Lost Place mag, unten ist ein Link. Trainer von Matthias, Adventure Buddies, Deutschland. Da sind schon Lost Place Videos. Einfach mal reinschalten, wenn Interesse ist. Da sind ein paar Opa-Videos drin mit Bildern und ein paar ungezeigte Szenen. Einfach mal reinschauen, wer Lust hat. Wer es euch gemacht hat, mal einfach mal ein Abo da lassen. Würde mich freuen. Da wissen wir wenigstens, woran man ist. Ich würde sagen, also Abos sind kostenlos, ja? Man bezahlt dafür nichts. Einfach nur, ihr seht ja jedes Mal, wenn ein neues Video hochgeladen wird, ist einfach mal anklicken. Wer Interesse hat, kann ich nur empfehlen, dieses Elend zu ertragen. Ich muss sagen, ich bin raus. Vielen Dank nochmal für alles. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis dahin, sag ich tschüss und bis dahin, guten Dampf.